Und. Oh, oh. Oh, da sind irgendwelche Errormeldungen. Ei, oh, Junge, was? Was wird da gerade gelöscht? Ja, ich habe etwas unglaublich Verrücktes getan, denn ich habe mir von meinen Zuschauern Computerviren zuschicken lassen und werde heute als kleines Experiment zwei davon auf meinem Computer installieren. Deswegen auch an dieser Stelle ein kleiner Warnhinweis: Das, was ihr heute seht, solltet ihr auf gar keinen Fall nachmachen. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, ich hatte auf Instagram eine Story gepostet, wo ich eben gesagt habe, hey, wenn ihr es ernst meint und wirklich einen krassen Computervirus kennt, welcher meinen PC komplett zerstören wird, dann schickt ihn mir bitte zu und ich habe mir zwei davon rausgesucht, zwei von euren Nachrichten und ich bin unglaublich gespannt, was heute bei diesem Experiment passieren wird. Werdet ihr es schaffen, meinen PC zu zerstören? Das werden wir im heutigen Video erfahren. Ich werde jetzt auch keine Namen oder so nennen, wer mir jetzt den Computervirus geschickt hat. Ihr wisst es selber. Doch noch ganz kurz, bevor wir jetzt zu meinem Laptop rüberhüpfen und den ersten Computervirus installieren, eine sehr wichtige Meldung meinerseits. Denn ihr wisst ja, aktuell ist die Black Friday Week und überall an jeder Ecke gibt es Angebote. Und was wäre die Black Friday Week ohne super geile Angebote bei Holy Energy? Für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ihr kennt ja Holy Energy und sehr viele von euch nutzen es ja tagtäglich ebenfalls. Für die Leute, die jetzt neu sind und nicht genau wissen, was es ist, dann ist es ein mega geiler Booster. Sei es für, wenn du nicht so wirklich motiviert bist, zum Sport zu gehen, wenn du bei der Arbeit bist und in so einem Mittagstief hängst oder allgemein jemand bist, der sehr spät in die Nacht noch reinarbeitet, wie ich zum Beispiel, welcher immer nachts an PC sitzt und seine Videos schneidet, da kommt für mich immer Holy Energy ins Spiel. Holy Energy ist einfach die gesündere Alternative zu den ganz normalen Energy Drinks, welche wir aus dem Laden kennen. Es hat keinen Zucker und mega geile und funktionale Inhaltsstoffe. Zudem ist es auch nicht so wie bei einem normalen Energy Drink, den ihr trinkt und dann auf einmal bumm auf 180 seid und dann wieder in so ein übelstes Tief fällt. Bei Holy Energy ist das anders. Da habt ihr eine ganz konstante Steigung, welche dann auch mit der Zeit wieder ganz entspannt weniger wird. Und wie schon gesagt, gibt es aktuell super geile Angebote wegen der Black Week und nur noch bis zum 28. gibt es zwei limitierte Flavor und das wäre einmal Bubblegum und ein ganz crazy Flavor, Double Apple Shisha. Und was noch viel geiler ist, für meine Community gibt es auch etwas zu gewinnen. Denn je nachdem, wie viele Bestellungen über meinen Code generiert werden, gibt es eine Menge Gutscheine für euch. Allein bei 10 Bestellungen gibt es einfach schon 50 Euro Gutschein für euch, welchen ich dann hier unter der Community verlosen werde und das Ganze geht bis zu einem 150 Euro Gutschein, ja? Also in dem Sinne, wenn ihr euch schon mal überlegt hattet, Holy Energy zu bestellen oder zu probieren, dann ist das jetzt der Moment dafür. Denn mit dem Code KÖNIG5 spart ihr bei dem Probierpaket 5 Euro oder ihr gebt einfach KÖNIG ein. Links dazu unten in der Videobeschreibung und spart ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, wie gesagt, alle Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne, legen wir los, meine Freunde. Wir hüpfen jetzt zu meinem Laptop und installieren den ersten Virus. So, wir befinden uns nun auf dem Desktop, beziehungsweise ja, auf dem Laptop. Und ich habe den Virus bereits schon runtergeladen. No Escape heißt der. Und der Zuschauer hat dazu geschrieben, glaub mir, dieser Virus macht alles platt. Ich bin unglaublich gespannt, was passiert, wenn wir diesen gleich hier starten. Natürlich ist auch ganz wichtig zu sagen, nichts davon sollte auf irgendeiner Weise zu Hause nachgemacht werden, ja. Das Video dient natürlich nur zu Bildungs- und Aufklärungszwecken. Es ist natürlich hier auch ein kleines Experiment, was wir hier machen, ein Selbstexperiment. Deswegen macht das zu Hause nicht nach. So, No Escape. Ich habe mal Doppelklick drauf gemacht. Es lädt schädliche Datei. Diese Anwendung kann Ihr Gerät beschädigen. Sensible persönliche Daten sind möglicherweise ebenfalls gefährdet. Oha. Ja, Herausgeber, unbekannter Herausgeber, trotzdem ausführen. Ohoho, ich bin gespannt. Das ist natürlich, wenn ihr so einen Warnhinweis bekommt, möchten Sie zulassen, dass durch diese App von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden? Ja, aber ganz klar. Wichtig ist natürlich, this malware is no joke. Continue. Das ist kein Spaß. Fortfahren? Ja. Ja. Ja, wenn ihr mal irgendwas öffnet zu Hause. Oh, okay, es hat sich direkt das Hintergrundbild geändert. Oh, und wir bekommen hier irgendwelche Dateien drauf, sehe ich gerade. Oh, okay. Alles klar. Unser Desktop wird auf jeden Fall gerade voll gespammt mit irgendwelchen Dateien, die ich nicht öffnen kann. Ah, doch, kann ich. Was ist das? Ja, wenn ihr mal die Meldung bekommt an eurem PC und da steht irgendwas von, ihr solltet das nicht ausführen, dann solltet ihr das auch auf gar keinen Fall tun. Denn wie ihr seht, wird gerade der Desktop komplett zugemüllt. Okay, was passiert jetzt? Es hat irgendwas geladen. Oh. Wird neu gestartet, okay. Es hat auf jeden Fall mein ganzes Theme schon verändert, weil hier ist alles schon rot. Das ist standardgemäß bei Windows nicht.
Wie gesagt, das ist alles komplett neu aufgesetzt gewesen. Das Windows komplett neu drauf installiert und alles. Deswegen, egal was jetzt passiert, es war eine ganz frische Version. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon war und dass der Laptop jetzt schon das Betriebssystem bzw. das System schon komplett zerschossen ist. Oh nein, ist es nicht. Wir können uns hier noch ganz normal... Oh, okay, I see. Holy Macaroni. Es hat hier auf jeden Fall schon mal alles geändert. Mein Profilbild und mein Nutzernamen. Ist mein Passwort noch dasselbe? Nein? Also jetzt for real nicht? Hey, warte mal. Es lässt mich nicht alle Buchstaben eintippen. No escape? Nein. No escape? Nein. No escape. Nein? Okay, wie komme ich jetzt wieder hier rein? No escape. War das richtig? Ja, es war richtig. No escape in Kleinbuchstaben. Ohne Leertaste. Okay, es hat also quasi schon unseren Benutzer komplett umgeändert, ja. Das heißt, den Benutzer Dennis gibt's nicht mehr. Der Benutzer heißt jetzt No Escape, hat ein komplett neues Passwort. Es hat unser Passwort schon automatisch geändert durch den Neustart und unser Profilbild. Und es lädt gerade ganz schön lange rein. Oh, das Kennwort ist falsch. Okay, das war auch nicht richtig, aber da stand doch gerade Willkommen. No Escape. Wem ist nochmal? Das Kennwort ist falsch. Escape vielleicht? Nein. 6,5 Stunden später. Okay, ich bin einfach nicht auf den Trichter gekommen. Ich habe mir jetzt die E-Mail nochmal durchgelesen von der Person, welche mir den Virus geschickt hat. Und da stand drin, Passwort tot. Also geben wir tot einfach mal ein. Tot ist nicht richtig. Vielleicht auf Englisch? Dead? Death wär der Tod. War das richtig? Also richtig nice von dir auf jeden Fall. Wenn das Passwort jetzt richtig ist, weil die Person hat dazu geschrieben, kleiner Hinweis, Passwort und dann Doppelpunkt tot. Also ich habe hier gerade geschaut. Wenn das jetzt wirklich richtig war, dann wäre es richtig cool. Es hat also quasi unser komplettes Passwort geändert. Ich verstehe. Ja, wir sind reingekommen. Okay. Ja, wow. Das sieht auf jeden Fall ganz und gar nicht gut. Es öffnet einfach automatisch Sachen. Warte mal. Okay. Wenn ich normal klicke, ist es automatisch Rechtsklick. Es hat also jetzt auch schon meine Tastatur verändert. Gehen wir mal auf... Oh, nee. Egal, wo ich hingehe, ich mache gar nichts. Okay, jetzt passiert's nicht. Oh mein Gott, okay. Rechtsklick dann vielleicht. Okay, Rechtsklick ist jetzt Linksklick und Linksklick ist Rechtsklick. Das hat's also komplett verändert. Start. Warum öffnet sich Start nicht mehr? Ah, es öffnet sich. Ich gehe mal auf meinen Benutzer, ob wir da noch irgendwas ändern können. No Escape. No Escape. Es lädt, Alter, das System ist schon wieder so lahmgelegt. Von was passiert denn jetzt? Tut es immer mehr von diesen Dateien gerade drauf installieren? Eine von diesen komischen Dateien? Passiert da irgendwas? Es öffnet sich irgendwas. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was das für merkwürdige Zeichen sind. Oje, oje, oje. Was habe ich mir da nur eingebrockt? Ich weiß ja nicht, ob ich das jemals reparieren kann. Ich bezweifle es. Ich habe jetzt mal eins von diesen Dateien geöffnet, aber bis jetzt passiert nichts. Das System ist auch mega, mega langsam. Also das merkt man. Es hängt übertrieben. Wahrscheinlich laufen schon wieder irgendwelche Prozesse im Hintergrund, die gerade schon das System zerfressen, oder? Keine Ahnung. Was? Your computer is mine. You cannot get rid of this malware. No escape. Okay. Dein Computer ist meiner und du kannst
nicht mehr entkommen. Okay. Okay, alles klar. Vielen Dank für die Mitteilung. Es muss doch... Du kannst hier doch safe irgendwas machen. Okay, was ist, wenn wir versuchen... Das ist schon wieder schwarzes Bild. Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber irgendwie startet mein... Irgendwas startet da die ganze Zeit. Versuchen wir mal... Können wir das hier alles löschen? Also, hier diese ganzen Dateien. So. Komm. So. Löschen. Ja. Warum geht das nicht? Alles? Oh ja, es wird gelöscht. Ja! Ja, ich komme gegen dich an. Virus. Papierkorb leeren. Ja, ja. Weg damit. Okay, das war gut. Schaut euch das an. Clean. Ein paar Sekunden später. Nein! Wir haben Bluescreen. Auf dem Gerät ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird ein Neustart ausgeführt. Okay, PC startet neu. Ist er jetzt hinüber? No escape. Wir sind immer noch da. Ich glaube, man kommt hier nicht mehr weg. Ich glaube, du bist hier wirklich dann gefangen mit dieser Software. Ich will nicht wissen, was da alles passiert, wenn du normalerweise jetzt irgendwie das Internet oder so noch anhast. Okay, wir haben nochmal einen Bluescreen bekommen. Keine Ahnung, ich habe einfach wieder gar nichts gemacht. Ich habe einfach gewartet, bis es hoch, bis alles gescheit hochfährt und wir haben einfach nochmal einen Bluescreen bekommen. Keine Ahnung, ob das jetzt Stück für Stück einfach alles in Eimer geht, aber ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall mit dem ersten Virus. Es hat meinen PC nicht so ganz zerstört, muss ich sagen. Nur so halb. Also es scheint ja irgendwie noch ein bisschen was zu funktionieren. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten, und zwar dem zweiten Virus, welchen ich ebenfalls zugeschickt bekommen habe. Okay, Freunde, wir hüpfen direkt zum nächsten Virus. Er heißt Hydrogen. Habe ich ebenfalls zugeschickt bekommen. Wundert euch nicht, ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich kein Hintergrundbild, es ist einfach schwarz. Wie auch immer. Starten wir den Virus und schauen, was passiert. Der Computer wurde durch Windows geschützt. Na. Das brauchst du nicht, denn wir wollen ihn trotzdem ausführen. Und ganz kurz, ich muss wieder mein Internet ausmachen. Mama, dass ich das die ganze Zeit vergesse. So. Trotzdem ausführen. Let's go. Ja. What you have executed is a malware. You might lose all of your data if you continue. Still executed? Also, was du hier gerade ausführen möchtest, ist Malware. Und es kann sein, dass du alle deine Daten verlierst. Bist du dir sicher, dass du weitermachen möchtest? Aber ganz klar. Das ist die letzte Warnung. Der Macher dieser Malware wird nicht dafür verantwortlich sein. Egal was passiert, egal was zerstört wird. Trotzdem weiter fortfahren? Ja! Ja. Was soll denn jetzt passieren? Also das hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen gefährlicher angehört, aber vielleicht sind es auch einfach nur leere Nachrichten und es passiert uns einfach gar nichts. Warten wir einfach kurz. Manchmal braucht es ja ein bisschen, bis es erstmal reinlädt und alles. Wahrscheinlich laden da wieder irgendwelche Hintergrundprozesse rein und... Ich bin echt gespannt. Also die Nachrichten, die da gerade kamen, ja, wir wurden zweimal gewarnt und zweimal haben wir gesagt, wir wollen es trotzdem. Eine Ewigkeit später... Oh! Oh Junge, das rattert doch übel an meinem Laptop. Junge, Alter, dieses Flackern, das sieht gar nicht gut aus. Können wir irgendwas tun? Hallo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Hilfe. Junge. Ich glaube, mein Laptop ist gerade in eine Waschmaschine gekommen. Beziehungsweise mein Betriebssystem wird gerade... wie in der Waschmaschine gewaschen. Hydrogen.
Hydrogen. Alter, dieser miese Sound. Hallo? Oh Gott, okay, ich glaube... Alter, das rattert. Das klickt immer so komisch an meinem PC. Am Laptop hier. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Junge, also ganz, ganz klar, ich muss eine Epilepsiewarnung am Anfang des Videos reinpacken. Okay. Der war gut. Ich habe gesagt, ich teste die Computerviren und installiere sie auf meinem Laptop, die ihr mir zuschickt. Und der sieht... Alter, guck mal, wie das dann aussieht, wenn ich hier so... Oh, holy. Kann ich noch irgendwelche Sachen öffnen? Geht da noch irgendwas? Alter, hier geht gar nichts mehr. Ich habe echt... Alter, es zerschießt wahrscheinlich gerade mein komplettes System, ne? Junge. What? Oh, das kann... Alter, mein Laptop klackt übel die ganze Zeit. Und klappert der so? Aua, und der ist übel heiß. Das ist doch das, was ihr sehen wollt, oder? Wie ich weitere Windows-Systeme zerstöre. Oh mein Gott. Okay, das sieht wirklich gar nicht gut aus. Als würde es meine Grafikkarte irgendwie zerstören. Okay, also der hat es wirklich in sich. Ich habe keine Möglichkeit, noch irgendwas zu machen. Also an die Person, welche mir den geschickt hat. Ich glaube, du schaffst es gerade, mein System zu zerstören. Ich habe in meiner Story gesagt, mal gucken, wer es schafft, meinen PC zu zerstören. Und ich meine, der erste Virus war halt irgendwie anders. Keine Ahnung, es war so ein bisschen auf gruselig gemacht und so, aber es ist halt nichts passiert. Also mein System ist safe irgendwie gehackt oder so, das ist klar. Dass man damit nichts mehr machen sollte. Es hat ja auch übel gehangen und es war mega langsam, aber es hat den Laptop schlussendlich nicht zerstört. Aber das hier gerade sieht halt ganz und gar nicht gut aus. Guck mal, wie das aussieht, wenn ich hier so ein Ding mache. Tschu! Ja, wir können jetzt wahrscheinlich einfach nur zuschauen, wie gerade mein System vernichtet wird. Und du kannst einfach nichts dagegen tun. Guck mal, ich kann hier zum Beispiel unten auf Windows oder so. Ich kann da drauf drücken, aber das reagiert einfach nicht mehr. Oh je. Eieiei. Das ist halt übel krank. Stellt euch mal vor, ihr ladet jetzt. Euch schickt irgendjemand eine E-Mail, ja? Und da ist was drin. Und. Oh, oh. Oh, da sind irgendwelche Error-Meldungen. Ei, oh, Junge, was? Was wird da gerade gelöscht? Okay, was zum Teufel passiert hier gerade? What? Oh mein Gott. Okay. Danke an die Person, die mir diesen Virus geschickt hat. Okay, du hast es geschafft. Es ist... Ja... Es muss neu gestartet werden. Auf dem Gerät ist ein Problem aufgetreten. Oh nein, ich sehe schon. Ja, okay. Du hast es geschafft. Person 2 mit Virus 2 hat es geschafft, mein System zu zerstören. Also Virus 1 hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man, keine Ahnung, wenn man da einfach länger drin geblieben wäre, aber man konnte ja nicht viel machen. Aber hier, ihr seht, Windows Setup kommt, weil Windows komplett zerschossen wurde und man quasi alles... ja, neu draufladen müsste, weil einfach alles im Eimer ist. Ja, okay, ich denke, das war mal wieder ein lustiges Experiment, ein sehr interessantes Experiment, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, der zweite Virus, ich habe den Namen leider vergessen, ich kann jetzt auch nicht mehr nachschauen, hat auf jeden Fall alles vernichtet, was übrig war. Also passt ja auf, ja. Also es ist wirklich auch mal hier, um einfach mal auch zu zeigen, was kann passieren, wenn man einen Computervirus installiert, ja. Was macht das mit deinem PC? In dem Sinne, ihr habt es gesehen, es ist nicht so gut ausgegangen. Naja, wie auch immer, wenn ihr euch einen zweiten Teil wünscht, ich habe wirklich sehr, sehr viele Viren zugeschickt bekommen. Wenn ihr euch einen zweiten Teil wünscht, wo ich Computerviren von euch ausprobiere und auf meinem PC installiere, dann schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare.
oder wenn ihr allgemein solche Experimente feiert, wir vielleicht nochmal ein Virus aus dem Darknet holen sollen oder was auch immer. Ja, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag. Genießt das Wochenende. Gut, kann jetzt auch sein, dass ihr das Video an einem anderen Tag anschaut, aber es wird am Samstag hochgeladen. Wie auch immer, danke fürs Einschalten. Ich liebe euch über alles. Übrigens auch nochmal vielen, vielen Dank für 200.000 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Wir sind schon über 200.000. Ich weiß, danke an jede neue Person, die dazugekommen ist. Kleiner Spoiler, das 200k-Special wird in 1,5 Wochen gedreht. Und dafür fliege ich erstmal aus Deutschland raus, weil das in einem anderen Land stattfindet. Weil da gibt es so was ganz Cooles und da wollte ich schon immer mal hin. Und da werde ich hingehen für das 200k-Special. Und nein, es wird kein Lost Place, für die, die sich jetzt schon denken, oh, es wird bestimmt Lost Place. Nein, es wird es nicht, es wird was anderes. Lasst euch überraschen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten, macht's gut, ihr seid die Besten. Und ich gehe mich jetzt auskurieren und trinken Ingwertee, weil ich merke es langsam wieder, dass es mir nicht so gut geht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das an dieser Stelle Alina Eisentraut, Andy 1323, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, CX Sensa, Kinga 1613, Löwe 2002, Michael F., Nordic Wolf Queen, Patrick und Jenny 2017, Patrick Wegmann, Pyrojan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonar Ümitçakir, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuchan, Yvonne, Aliokto, Angelina R., ASMR Ruby, Babsi Butterfly, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, DG85, Ehrenblü, Ella, Enga, Fabian Janitzer Würsching, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba 192, Game STR, Giuseppe Corrado, Go Hard, Isabel Wernicke, Yannick Peters, Jennifer Kark, Jenny Doe, Jesse, Joanne M, Joel Schnell, Kai, Kassi, Kilian, Kim S, KK 1987, Lea, Liam Pascal, Falkenberg, Madia Ahmed, Mandy 172, Markus Pyrasch, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Marilou, Matthias HM, Max, Meier 5000, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, Nico Hund, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Passi, Release, Sagaria 3, Sangis, Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.